Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem möchte ich euch den TCL P60 vorstellen. Genau genommen den U65 P6046, das ist die genaue Bezeichnung für das Gerät hier hinter mir. Es wird auch noch, oder es gibt auch noch weitere Größen, einmal in 43, 49, 55 und eben das Modell hier hinter mir erhältlich. Die Preise staffeln sich, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, könnt ihr auch im Testbericht nachlesen, den ich hier auch in der Beschreibung verlinkt habe. Für das Gerät hier hinter mir gab es durchaus schon Aktionsangebote für 800 Euro, was sehr attraktiv und verlockend erscheint. Wir werden mal nachfolgend alles mal ein bisschen durchgehen, ob das auch gerechtfertigt ist und ob es da irgendwo Haken gibt. Ja, gehen wir mal die Ausstattungsliste mal grob durch. Also wir haben hier ein UHD 4K-Gerät, was auf dem Papier HDR10 unterstützen soll, mit Android TV ausgestattet ist, also als Betriebssystem. Und unter anderem Wi-Fi bietet sowie Google Chromecast, um eben zum Beispiel Smartphones oder andere Geräte miteinander verbinden zu können. Interessante Sache auch noch, der Fernseher ist weitestgehend baugleich mit dem zuletzt von uns getesteten Thomson C6 aus der C6-Serie. Habe ich jetzt hier auch nochmal verlinkt an der Stelle. Und hat dementsprechend noch die ein oder andere Ähnlichkeit aufzuweisen. Also nicht wundern, das hat seine Berechtigung, weil beide Geräte auf dem Papier aus der gleichen Fabrik stammen. Ich habe mich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon sehr intensiv mit dem Gerät auseinandersetzen können, habe schon den ein oder anderen Erfahrungswert gesammelt und will euch das auch einmal nahelegen, was jetzt wirklich das Gerät auszeichnet. Ich schiebe mich mal zur Seite, damit wir den Fokus auf den Fernseher richten können. Also wir haben zum einen im Vergleich zu dem Thomson-Modell, was ich schon genannt hatte, hier eine wirklich sehr hochwertige Gehäuseverarbeitung. Das ist hier poliertes Aluminium, also das Metall, kein Kunststoff mehr. Dementsprechend bringt das Gerät auch ein anderes Gewicht und Wertigkeit rüber, was definitiv zum Vorteil ist, auch in der Anmutung und so weiter. Ja, wir haben zum einen Android TV als Betriebssystem. Ich hatte hier schon mal was laufen. Ich will das euch einfach mal kurz mal rudimentär zeigen. Das ist jetzt das Home-Menü. Wir können uns hier durch die ganzen Apps durchnavigieren. Also das sind jetzt diejenigen, die zum Beispiel von Google oder von dem Betriebssystem selbst vorgeschlagen werden. Habe ich eine entsprechende Fernbedienung, kann ich hier auch eine Spracheingabe durchführen. Sieht man jetzt hier oben in der Ecke. Dann Netflix ist nativ integriert auch in der Fernbedienung. Also ich will es ja nochmal hier in die Kamera halten. Also man sieht es hier, man hat einen direkten Hotkey dafür. Gleich an der Stelle noch als Erwähnung, Amazon wird nicht unterstützt, also ist nicht mit integriert. Das hat aber vielmehr wohl mit diversen verschiedenen Meinungsverschiedenheiten mit Google und mit Amazon zu tun. Nehme ich mal jetzt an. Also das würde ich jetzt dem Fernseher nicht negativ auslegen an sich. Ja, ich kann hier meine Quellen auswählen. 4 an der Zahl, HDMI 2.0a, also habe dementsprechend auch den relativ neuen oder den neuesten Standard für die Anschlüsse. Das ist auch interessant und wichtig zu nennen, die Geräte, auch wenn sie sich in der Größe unterscheiden, also der TCL P60-Serie, sind im Anschlussfeld absolut identisch. Es gibt keine Unterschiede und die Anzahl der HDMI-Anschlüsse variiert auch nicht. Ja, gehen wir mal hier noch in der Oberfläche weiter. Also ich kann, wie gesagt, meine Anschlüsse auswählen. Nett ist auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Endgerät hier angeschlossen ist, wird es auch farblich ein bisschen heller schraffiert, dass man das auch sofort erkennt, wo ist jetzt ein Gerät verbunden. Was ich auch machen kann, also für viele natürlich Netzwerk, DLNA-Zugriff oder eben einen Anschluss per USB-Stick, habe ich im Vorfeld schon mal vorbereitet. Bin USB-Stick dran, beziehungsweise sehe auch meine NAS, die verbunden ist, oder eben meine mein Router oder mein was auch immer, worauf ich mich verbinden möchte. Ich zeige es einfach mal ganz kurz. Die Übersicht, das wird direkt sortiert, was eigentlich ganz nett ist. Foto, Video, je nachdem welches Medium man angeschlossen hat und wie voll das gestopft ist, sicherlich sinnvoll. Ja, hier komme ich gleich nochmal zurück, weil ich das mal ein bisschen strukturierter durchgehen möchte. Gehen wir mal nochmal ins Hauptmenü rein. Die Einstellungen selbst, das sind jetzt die, die das Betriebssystem betreffen. Hier finde ich unter anderem auch den eher rudimentär erklärten Sleep Timer, kann den Schnellstart einstellen vom TV, und halt diese typischen Google Einstellungen halt. So, jetzt habe ich mich vertan. Irren ist ja auch menschlich. Gehen wir mal einfach mal da zurück. Genau, will das einfach mal kurz zeigen, dass man das mal gesehen hat. Einstellung. Fernsehspezifisch kann ich über die Einstellungstaste hier tätigen. Und man sieht, ich habe hier wirklich sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Bild, Ton, System, die sich jeweils in die Tiefe noch nach unten hin verschachteln.
Ein Unterschied zum Thomson ist das sogenannte Mikrodimming, was hier nochmal explizit ausgeführt wurde. Also man kann das auch einschalten oder deaktivieren. Dynamische Beleuchtung hatte ich auch im Testbericht schon mehrfach, bin ich drauf eingegangen. Also für alle anderen hier an der Stelle kommt nochmal der Hinweis zum Artikel. Experteneinstellung. Also die Einstellungsmöglichkeiten selbst sind ja durchaus umfangreich. Der für die Toneinstellung, was viele auch immer interessiert, ist natürlich die AEC-Einstellung. Die ist hier in dem Falle als T-Link gekennzeichnet. Das muss ich im System einstellen. Also System, T-Link und aktivieren. Und dann kann ich halt mein Tonsignal, Audio Return Channel, über den HDMI-Anschluss zum Verstärker zurückgeben. Okay, das soll es erstmal zur Oberfläche ein bisschen und Allgemeinheit gewesen sein. Gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Viele haben ja sicherlich gelesen, wenn sie jetzt auf der Suche hier bei dem Gerät zu dem Video gestoßen sind, ja, 10-Bit-Panel, HDR, das ist richtig. Man muss sich aber wirklich mal intensiv damit befassen, weil, jetzt geht es weiter, Marketing-Jargon, 8-Bit plus FRC nennt sich das Ganze. Offiziell dürfen die Hersteller das als vollwertiges, natives 10-Bit-Panel verkaufen, was natürlich nicht ganz so stimmt. Was ist FRC, also Frame Rate Control? Dabei wären Bildpunkte übersprungen. Und man gaukelt quasi dem Bild ja ein 10-Bit-Panel vor, ja, im übertragenen Sinne, um das mal ganz rudimentär zu erklären. Jeder, der das jetzt mal gehört hat, kann sich da selbst ein bisschen mit der Materie befassen. Also ja, der Hersteller darf das machen, es darf auch so gekennzeichnet werden. Jetzt geht's weiter. TCL ist nicht der einzige im Bunde. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Es gibt unter anderem Panasonic, Hisense und. Bis wirklich ein in Anführungszeichen natives 10-Bit-Panel im Gerät verbaut ist, muss man durchaus 2000 Euro für ausgeben für den Fernseher. Jetzt sollte man natürlich wissen, ist es mir es wert? Anschauen kann ich das Video trotzdem. Ich habe mal ein Beispiel vorbereitet. Es gibt keinen Unterschied. Also es kann marginale Qualitätsunterschiede hervorrufen, die zum Beispiel im sogenannten Dithering münden, also ein marginales Flimmern auf dem Bild. Also ich glaube, da muss man sehr versiert sein oder auch Messtechnik haben, um das erkennen zu können. Subjektiv habe ich das nicht, habe ich da keine Qualitätsunterschiede erkennen können. Also muss jeder für sich selbst entscheiden. Also bei dem Preis für das Gerät hier zum Beispiel, wenn man das im Angebot für, sage ich mal, 800, 900 Euro kauft, man muss ein bisschen darauf achten, kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Gehen wir mal zu dem Beispiel. Ich habe nämlich drei HDR-Videos vorbereitet. Die habe ich mir immer den entsprechenden Kanälen besorgt, also ganz offiziell, nichts Illegales. Und zwar fangen wir mal an mit dem klassischen HDR-Video von LG, was es ja schon eine Weile gibt. Also der Fernseher signalisiert mir auch, okay, es läuft ein HLG-Video bzw. HDR-Video. Ich hatte es jetzt im Vorfeld schon mal laufen. Der Qualitätsunterschied oder das Empfinden kann jetzt über die Kamera natürlich nicht übermittelt werden. Also ich empfinde das als wirklich sehr brillant, sehr gut, gefällt mir. Sehr kontrastreich und leuchtintensiv. Ich habe jetzt den Fernseher, muss ich dazu sagen, auch auf die maximale Helligkeitsstufe gestellt und habe, der Vollständigkeit halber, das... Wo haben wir es? Haha, jetzt habe ich wieder einen Unterschied erkannt. Wenn nämlich ein HLG-Bild läuft, passt sich sogar das Menü dynamisch an. Also ich habe auch den Bildmodus, den kann ich jetzt auch verändern. Movie und natürlich. Ich lasse den jetzt mal auf Dynamik. Was ich eigentlich einstellen wollte, ist die dynamische Hintergrundbeleuchtung, also dass ich das zum Bild anpasse. Und die wollte ich ausstellen, damit ich wirklich die maximale Beleuchtung habe. Das ist aber auch in den technischen Daten gekennzeichnet, dass das dynamisch vorgeht. Das ist jetzt ein Beispiel. Dann gibt es ein wunderbares Video von der NASA, auch in 4K und HDR. Und hier geht es weiter. Hier habe ich sogar ein HDR10-Video, was er mir signalisiert. Also 10-Bit definitiv ist dort hinterlegt im Quellmaterial und es wird wiedergegeben. Also ist jetzt einfach ein subjektives, praktikables Beispiel, um zu zeigen, ey, es funktioniert. Auch wenn kein natives 10-Bit-Panel verbaut ist, was wiederum mit einer kleinen Technologielösung vorgegaukelt wird. Ich halte es jetzt einfach mal an. In Summe, denke ich mal, kann man mit dem Fernseher gar nicht so viel verkehrt machen, wenn man sich dem Ganzen bewusst ist und sagt, okay, ich komme damit klar. Preislich spielt er eigentlich außer Konkurrenz. Ich habe mal geguckt, das nächst nähelegende Gerät, glaube ich, ist eins von Hisense. Ich habe die Bezeichnung jetzt nicht im Kopf. Die beginnen dann so ab 1200, 1300 Euro mit dieser Ausstattungsreihe.
alles darüber mit nativem Panel muss man nochmal einen Sprung hinnehmen, sage ich mal, bis zu 2000 Euro. Von unserer Seite raus eigentlich eine gute Empfehlung. Und das Umfangreiche, jetzt war jetzt auch schon relativ umfangreich, aber nochmal geschriebene gibt es auch nochmal hier in dem verlinkten Artikel. Wenn ihr Fragen habt, gerne her damit, und Lob nehmen wir natürlich auch an. Also bis zum nächsten Video. Ciao.